Chat, was geht? Heute wieder eine Runde Phasmo. Habt ihr Bock? Ich selbst habe Gemeinschaft auf eine ganz besondere Art erlebt und ich möchte anderen Menschen auch diese Möglichkeit geben, Gemeinschaft zu erleben, so zu erleben, wie ich das erlebt habe. Auch selbst Teil dieser Gemeinschaft sein. Ich möchte Menschen dazu bewegen, aus sich selbst herauszukommen, sich selbst mit anderen Menschen zu erleben, daraus zu lernen, wer sind sie selbst, wer sind die anderen, was kann ich gut, was können die anderen gut und was können wir gemeinsam bewegen. Luca, schön, dass du da bist. Möchtest du mitspielen? Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Vielen Dank für den Schuss. Gaming bedeutet für mich, in relativ kurzer Zeit mit relativ vielen Menschen in Kontakt treten und herausfinden, wer welche Rolle spielen kann, um zusammen als Team ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ich bin Justin, ich studiere jetzt im ersten Mastersemester Evangelische Religionspädagogik, wohne hier in Berlin und komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt. Für mich war dann klar, ich möchte später mal mit Jugendlichen arbeiten, ich möchte allgemein mit Menschen arbeiten dann auch und das irgendwie auch in der Kirche. Am Anfang des Studiums fragt man sich natürlich schon, bin ich eigentlich kirchlich genug? Also ich war ja auch einer der Menschen, die sich in der Gemeinde engagiert haben, aber jetzt nicht groß im Gottesdienst waren. Und da fragt man sich natürlich schon, ist das jetzt so eine Veranstaltung, wo alle aus der Bibel zitieren können oder eher nicht so? Und dann habe ich aber festgestellt, nee, ist halt nicht so, sondern ist genau richtig. So, jeder ist anders und alle passen da rein. Überhaupt war das für mich ein totales Event. Ich komme nach Berlin, eine riesige Stadt, und sitze da jetzt mit 30 Menschen zusammen, die ähnlich denken wie ich. Das ist Wahnsinn. Das macht was mit einem. Und dementsprechend kann man sich auch total gut mit diesen Leuten anfreunden. Man merkt, man ist auf einer Wellenlänge. In 10 Jahren sehe ich mich noch nicht am Ende meiner Reise. In 10 Jahren sehe ich mich in einem Beruf, in dem ich mit Menschen arbeiten werde und in dem ich Menschen so begeistern möchte, wie ich begeistert wurde.